Es war doch einmal eine Zauberin, die hatte drei Söhne, die sich brüderlich liebten, aber sie traute ihnen nicht, denn sie glaubte, sie wollten ihr die Macht rauben. Und so verwandelte sie den ersten in einen Adler. Er musste hoch oben im Felsengebirge hausen und manchmal, da sah man ihn am Himmel seine großen Kreise ziehen. Er war schon lange Zeit unterwegs, aber das Schloss, das konnte er nirgends finden. Und so kam er doch eines Tages in einen tiefen, dunklen Wald. Und je mehr er voranging, desto mehr verirrte er sich, bis er schließlich den Ausweg nicht mehr fand. Da sah er doch auf einer Lichtung zwei Riesen, die miteinander kämpften. Und als die Riesen ihn sahen, da winkten sie ihm zu, er solle doch näher kommen. Die Ente und in der Ente das Ei und in dem Ei das goldene Samenkorn. Er nahm es heraus, warf es auf den Kristallbett und knackte, klirrte und krachte und plötzlich gab es einen riesigen Schlag. Der Kristallberg zersprang in tausend Stücke und als alles wieder ganz still war, kam da die schöne Zaretta. Er nahm sie bei der Hand, brachte sie auf das Schloss ihres Vaters und dort wurde bald die Hochzeitskrone über die beiden gehalten.